Die neuen Ankündigungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin haben das Treffen im UN-Sicherheitsrat beherrscht. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte die Atomdrohungen Moskaus scharf. Die Idee eines nuklearen Konflikts, einst undenkbar, wird heute von einigen heraufbeschworen. Das alleine ist inakzeptabel. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba beschuldigte Moskau schwerer Kriegsverbrechen und mahnte, Russland könne den Krieg nicht gewinnen. Es wird keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben. Keines der russischen Verbrechen in der Ukraine wäre ohne die von der russischen Führung gestartete Aggression gegen die Ukraine möglich gewesen. Das darf nicht ungestraft bleiben. Der einzige Weg, Präsident Putin und sein Umfeld vor Gericht zu stellen, ist die Einrichtung eines Sondertribunals für die Verbrechen gegen die Ukraine. Russlands Außenminister Sergei Lavrov erschien lediglich für seine eigene Rede und ließ sich danach von seinem Vize vertreten. Wir haben kein Vertrauen mehr in das Sondertribunal. In den vergangenen 8 Jahren haben wir vergeblich darauf gewartet, dass die Straffreiheit in der Ukraine ein Ende hat. Wir zählen nicht auf Gerechtigkeit von dieser und anderen internationalen Institutionen. Die Zeit des Wartens ist vorbei. US-Außenminister Antony Blinken sagte, dass Putin diese Woche bewusst gewählt habe. Dies sei eine völlige Verachtung für die Vereinten Nationen. Wie soll diese Aggression gegen die Ukraine durch Präsident Putin das Leben oder die Aussichten eines einzigen russischen Bürgers verbessern? Ein Mann hat diesen Krieg gewählt, ein Mann kann ihn beenden. Denn wenn Russland aufhört zu kämpfen, endet der Krieg. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, endet die Ukraine. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends. Bei der Sitzung in New York riefen die Chefdiplomaten Chinas und Indiens zu Verhandlungen und Dialog auf, ohne sich klar gegen Russland zu stellen.